Der nächste Messertest, Freunde, von Survival Muddy. Das vierte Messer mittlerweile und da freue ich mich besonders drauf, weil es handelt sich um ein Messer von SI. So, wir gehen rein. Jetzt, meine Freunde, kommen wir zu einem 220-Euro-Messer. Mhm. Gerade im Rabattsystem drin mit 17%, 190, glaube ich, kostet es gerade. 179. Oh, Entschuldigung, siehst du, das kriegst du bei 179. Ich heiße euch herzlich willkommen zum Messertest 2021. Ja. Test Nummer 4. Ja. Oh, meine Brille runtergefallen. Das wurde sich nämlich gewünscht beim letzten Mal. Ja. Genau, heute ist soweit. Wir nehmen das SI6. Ein absolut geiles Teil von der Optik her. Und wir packen mal aus. Geliefert wird das ganze gute Stück hier mit einer Scheide. Dann kannst du es dir auch an den Gürtel klippen. Da ist so ein Clip dran. Kannst du abschrauben, kannst du da ranmachen. Ich kann dir nochmal kurz zeigen. So, dann machst du hier, schraubst es hier hinten fest. Nee. Ja, es gibt auch noch so eine Molleaufnahme dafür. Oder so ein. Wie nennt man das jetzt? Ja, so ein Stoffdingsbums. Das ist, glaube ich, besser. So rum? Ich glaube. So? Weiß ich nicht. Nee, auch nicht. Schrauben. Auch nicht. Hä? Martin, andersrum gedreht. Nein. Also es geht darum, dass du dir das am Ende hier. Sag mal her. Hier. Es geht schon wieder los. Kannst du es dir festmachen, am Gürtel ranklippen? Ja. Ja, bei Hosentasche stecken ist ein bisschen groß dafür. Das hat schon auch ein brachiales Ding. Absolut. Ich schreibe gerade mit mich rein, bei Essi scheiden sich die Geister. Das werden wir heute sehen, was sich hier scheidet. Ich finde die Messer geil. Mir gefallen die sehr. Das ist mal ein Messer, oder? Das nenne ich mal ein Messer. So. Dieses Messer wurde mir zur Verfügung gestellt von dem lieben Shop Knives and Tools. Viele liebe Grüße. Ich habe einen Link reingehauen, wenn ihr Bock drauf haben solltet. Jetzt schon. Ohne. Bevor ich es getestet habe, dann gönnt euch. Ist gerade Rabattaktion. Normalerweise 220 Euro. Stolzer Preis. Jetzt gerade aktuell für 179. Ich habe es euch gesagt, wenn ihr Bock drauf habt. Link ist in der Beschreibung. Ich bin sehr gespannt. Wir sind ja nicht hier, um zu fachsimpeln, sondern wir sind hier, um zu testen. Test Nummer 1. Enttäuscht mich nicht. Halte viel von dir. Also mindestens einen Strang, um auf dem gleichen Niveau zu sein wie die anderen Messer. Ja, Mann. Ich sag anderthalb Stränge. Bist du bereit? Ich bin bereit. Test Nummer 1. Was steht da hinten drauf? Steht hier hinten Wasserratte drauf? Das war's schon wieder komplett. Ich muss natürlich gucken, dass ich nicht die gleiche Stelle treffe. Ich versuch jetzt hier, da, ja? Probier mal. Bereit? Ja. Die Wasserratte schlägt zu. Anderthalb Stränge, los! Ja, das sieht gut aus. Strang beim ersten Mal durch und ein halb, naja, ein Viertel vom anderen. Ich mache noch einen Schlag, mache hier mal zwei. Das waren fast zwei Stränge. Mhm. Ordentlich. Fast zwei durchgetrennt. Ja, sag ich doch. Nicht zu vergleichen mit dem Wushmesser. Willst du mal durchschneiden oder so? Sei, aber brauche ich nicht, ne? Wir machen hier nochmal den Schneidetest. Boah, also. Das war bis jetzt das beste Ergebnis. Also so schnell hat mir das noch nicht. Das ging echt fix. Alter. Ah, weißt du, was wir vergessen haben? Kleiner Nachtrag. Sorry, habe ich am Anfang vergessen. Ich war so euphorisch. Klingelänge. Wir sind bei exakt 17 cm. Freunde, damit wieder kleiner Reminder. Paragraph 42a Waffengesetz. Guckt es euch an. Unterliegt dem Führungsverbot. Gibt bestimmte Auflagen. Nee, Auflagen nicht. Besonderheiten, wo man das doch führen darf. Wir machen keine Rechtsberatung. Sollte aber, wenn ihr euch das holt, im Hinterkopf behalten sein, werden wie, ja. Wie alle so in dem Dreh, ne? Ja, ich habe extra so eine Kategorie ausgewählt, damit die alle so ähnlich sind. Was kommt jetzt? Wir gehen rüber zum Stuhleschmieren. Stuhleschmieren. Dieser Test ist halt auch so sinnfrei, ne? Also mit dem Spachtel. Zack. Verfugen. Oh. Zack und. Alter! Das ist schön, das ist auch befriedigend. Weißt du, was auch geil ist? Da würde ich es jetzt, also wenn ich das sehe bei dem Test, würde ich es kaufen. Nee. Du hast hier halt nicht irgendwelche Wellen oder sowas, sondern eine konstante Klinge. Finde ich gut. Ja, finde ich auch. Fühlt sich gut an. Also. Nicht so Schnickschnack, hier noch ein Wellenschliff, hier noch sonst was. Nee, nee. Eignet sich wunderbar auch zum Brotschmieren. Aber ich bin jetzt gespannt, weil jetzt kommt jemand nicht zur Station, wo das letzte Messer kläglich versagt hat. Und das davor auch. Betoning! Bist du bereit? Bereit. Auch es hier ist halt ein Brecher. Problematik, ne? Ich muss hier auf den Griff schlagen. Er ist aber echt schon ein dicker Stock, ne? Ja, natürlich. Man spaltet. Ne, ich sag's nicht nochmal, ich sag's jedes Mal. Es macht halt auch keinen Sinn. Du spaltest beim Betoning normalerweise
wenn du nicht gerade ein bisschen doof bist, doch nicht etwas, was so breit ist wie die Klingenlänge. Das heißt, wenn du eine 17er Klingenlänge hast, dann spaltest du halt ein 10er Holz oder ein 12er. Aber du kannst doch nicht mit einer 17er Klingenlänge ein 17er Holz spalten. Das macht keinen Sinn. Upsi. Ich geh mal ein Stück weg, weil der ist ja schon lang, der Stock, den du hier in der Hand ist. Auch so? Ja, guck mal. Ja, das macht keinen Sinn. Sorry, aber Alter. Das macht Sinn jetzt. Ich habe auch nicht viel Kraft gebraucht. So. Ne, das ist eine gute Länge. Das gibt durch die Butter, Alter. Gibt's da noch irgendwelche Fragen? Ich find's geil. Bestanden, würde ich sagen, oder? Es ist halt auch ein schönes Messer. Machen wir uns absolut. Das vor. Es ist geil. Der Betoning-Test. Es ist geil. Bestanden. Und das ist jetzt auch kein klein dünner gewesen. Also das war schon eine ordentliche Dicke hier. Boah, jetzt habe ich Bock, mir das Messer zu bestellen. Was soll das? Okay. Testnummer. Dose. Hier. Jetzt kommt die Gurke. Die Gurke. Ja. Die Gurke. Ich kann mir nicht merken, aber die Gurke ist richtig. Fertig. Bist du bereit? Ich bin bereit. Gurke kommt in 3, 2, ja, geht ein, durch wie Butter. Ausgerichtet. Muss bloß gucken hier, das ist nicht so einfach. Ja. Ja, sauber. Aber den Test haben bis jetzt echt alle Messer bestanden. Also ja. Es gab kein Messer, wo das halt schief ging. Ja, aber es ist halt, man unterschätzt. Was ist das eigentlich überhaupt für ein Test? Wie kommt man auf so einen Test, eine Gurke von oben auf ein Messer fallen zu lassen? Da würde ich nicht mal im Traum drauf kommen, das in einen Messertest wieder reinzubringen. Du hast am Anfang auch gedacht, dass das einfach, wie sagst du schön, ruppt. Und wenn du ein stumpfes Messer hast, dann ruppt das auch. Ich muss mal ganz kurz... Oh, was ist jetzt los mit der Messer? Abreißen halt. Richtig. Test Nummer? 5. Ah, die Wasserflasche. Oh, auch mega spannend. Bin jetzt gespannt. So, meine lieben Freunde. Ich sag, das Ding geht durch. Das Ding geht durch und rasiert das einmal glatt durch. 3, 2, 3. Ich hab Angst. 3, 2, 1. Sauberer Schnitt. Sauberer Schnitt. Die Flasche ist zwar nicht stehen geblieben, aber eindeutig. Da kann man nicht meckern. Es ist aber krass, ne? Ja. Wie sich die echt unterscheiden. Also schon. Das ist ein sehr, 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 sehr guter Test. Wir können ja mal so eine Halbflasche nehmen. Also Messer ist nicht gleich Messer. Nee. Weil man immer so sagt, ja, Messer ist Messer. Alles schneidet aber es. Hast du gesehen, wie sauber? Sogar oben geblieben kurz. Sehr schön. Kommen wir nun zu Testnummer? 5, 6. Oder 6. Dose, das oder? Die Dose. Das ist die Dose. Ah. Oh, die zischt. Ist nicht mehr gut. Die gärt schon. Gleich kommt es wieder vorne die Spitze raus. Jo, die ist natürlich ein bisschen abgerutscht, aber. Ach, dieser Test, da bin ich jedes Mal. Ah, ich warte nur drauf. Ja, easy. Also wirklich, das war auch körperlich anstrengend, nicht null. Ich bin ultra auf den Bruchtest gespannt, Alter. Wenn der das... Obwohl, warte mal. SI hat, glaube ich, eine Lifetime-Guarantee, Warrantee, bla sonst was. Das heißt, selbst wenn die Klinge bricht, kannst du das, glaube ich, einchecken und kriegst ein neues. Oh, das wird gleich noch spannend. Ob die bricht oder ob die nicht bricht. Nicht. So, kommen wir zur Tomate. Das ist eine Sache, die mir nicht gefällt an dem Messer, ne? Bin ich ganz, was? Ganz ehrlich. Oh, jetzt. Weil alles, was du da berührst, guck mal hier, siehst du das? Ah, so, weil das nicht so ganz glatt ist, weil es hat da so eine. Das finde ich gerade geil. Tarnfarbe. Ja, also du hast so richtiges, es ist halt nicht glatt. Das ist halt so. Rau. Es ist so pulverbeschichtet. So eine raue, matte, pulverbeschichtete Oberfläche. Und gerade das finde ich mega sexy bei denen. Und auch der Abnutzungsfaktor, wie sich das abnutzt und wie das aussieht. Rau. Hat Grip. Ist wie so ein Grip-Tape vom Skateboard. Genau, und da bleibt alles dran hängen. Auch beim Griff, ne? Der ist ja auch so. Guck mal, wenn du hier mit ein bisschen Fett rankommst, sieht man sofort. Ah, ja, das wird richtig schmantig. Also, wer sein Messer hat, um das lieb zu haben und das schön aussieht, der sollte das nicht nehmen. Nee. Ich finde, es sieht gerade geil aus, wenn es so schön schmandig wird. Wenn du siehst, es ist halt nicht frisch aus der Verpackung, sondern es hat so einen Used-Look. Wenn da auch schon so die schmandigen Finger. Oh. So, Achtung. Also, ich will mal was probieren. Ich will mal ohne Druck. Einfach nur reinfallen lassen. Einfach nur so. Ich ziehe jetzt quasi hier, siehst du? Ich drücke nicht, ich mache nichts. Ich lasse nur das Gewicht des Messers. Ist schon sehr, sehr geil. Mal hier mit, ob das hier auch mitgeht? Alter! Ich traue es dir echt zu, ne? Jo. Das ist ja angeboten. Ja, eine saubere Scheibe. Also da gibt es nichts zu meckern. Tomatenschnitttest, nachdem wir da mit Holz und eine Flasche und eine Dose
One Wall Free. Gibt's für mich nichts zu meckern. Kommen wir zum Papiertest. Machen wir gar nicht so lange hier. Schnacken wir nicht doof. Nicht, weil es. Also. Das ist immer schwierig. Ist halt immer schwierig zu schneiden, weil halt Papier, du mal unten fest. Ja. Das halt. Aber dann schneide bitte nicht. Ne? Halt aber, einfach nur fest. Ja. Da haben wir's. Hast du gesehen? Ja. Warte mal. Ja, aber deutlicher Unterschied. Gut, drei zerrissen. Nur noch eins. Ist jetzt hinten an. Aber eigentlich musst da du das. Nee, Punkt, das ist. Irgendwo da ist was passiert. Das ist aber Quatsch, was Martin da macht mit diesem Festhalten. Ja, ich sehe auch eine ganz kleine Kerbe. Warte mal, ich zeig dir gleich. Mhm. Aber trotzdem. Also. Ich habe mir auch genau gemerkt, wo. Siehst du das da? Über, genau über dem Daumen. Ganz, ganz fein. Ganz dezent. Ja, da sehe ich eine kleine Kante. Ganz kleine Kante, ja, genau. Mhm. Und die ist das, die halt da wo er hakt. Okay. Messerwurf. Werfen. Test. Auch schlau, erst die Dose aufzuschneiden und danach erst die Tomate. Na, das ist ja extra der Gag, das ist ja mit Absicht so. Es geht ja darum, das Messer ein wenig zu malträtieren und dann zu gucken, okay, ist es immer noch scharf danach? Von Klinger aus? Kannst du ja ein Stück näher rangehen, so sieht es aus. Ja, es ist halt immer schwer, dann die richtige Drehung hinzukriegen, ne? Aber der ging gut auf den Griff. Schon ein ordentlicher Oschi. Ja, schön. Geht auch sauber rein. Schönes Wurfbild. Macht Spaß. Ich finde auch, das liegt halt ultra gut in der Hand, ne? Was geht tiefer? Ich will nochmal einen. Was bei dem auch cool ist, hast du auch bei dem einen nicht gehabt, dass du halt so einen Fingerschutz hast, ne? So einen Daumen. Ja, hier, das hier vorne. Daumenmulde. Genau, dass du halt da nicht abrutschen kannst. Ja, ja, das perfekt. Hast du bei einem halt nicht gehabt. Und du hast aber noch die zweite Daumenmulde vorne für Feinarbeiten. Das haben sie nicht gezeigt gerade. Das ist auch wichtig für mich. Gut, das war der. Mach nochmal hier so. Warte, sagst Bescheid? Ja, ich bin bereit. Der war sauber. Der ging auch gut weit rein, ey. Mhm. Ja. Mhm. Schon ordentlich. So, jetzt machen wir noch den Belastungstest. Wir machen jetzt den seitlichen Wurftest, dass halt man, dass das Messer halt fliegt, wie es nicht fliegen sollte, aber irgendwie blöd aufkommt. Und wieder schön zurückprallt. Ich finde die ganzen Tests Quatsch, also generell diese Art von Content kaufen und kaputt machen. Also, der Punkt ist, ich finde die Idee an sich, Messer zu testen, geil. Die Tests, die Martin macht, sind mehr auf Unterhaltung ausgelegt, meiner Meinung nach, als auf wirklich sinnvolle Tests. So, ja. Nicht alle, also klar, lässt sich drüber schreien, ist Geschmackssache. Ich würde die Tests ganz anders aufbauen. Definitiv. Habt ihr auch auf meinem Gear-Kanal gesehen, wie ich meine Tests mache. Ja, so Wasserflasche zu hacken, ist für mich ein Quatschtest. Ist Unterhaltungstest, weil es sieht irgendwie ganz cool aus so. Ja. Auch mit diesem Hebeln zum Beispiel, wie er da so wie ein Bescheuerter da hebelt und so. Ist auch Quatsch. Also weiß ich nicht. Ja, kommt wieder drauf an. Willst du das als Breacher-Tool nehmen und eine Tür mit aufhebeln? Ja. Hm. Und das trotzdem aushält. Okay, ja. Bereit? Hat sie gedreht. Ich bin sehr auf den Bruchtest gespannt. Wir können aber gleich einen Hammer holen und draufhauen. Und eigentlich kommt jetzt der Test, der immer ein bisschen schade ist, weil es echt ein schönes Messer ist. Trotzdem gehört er dazu, meines Erachtens. Ich hole mir mal eine Brille, weil ich habe ein bisschen Angst. Wir kommen zu Test Nummer 10. Ja. Der Bruchtest. Okay. Mach dich bereit, geh lieber ein Stück weg. Chris, sollte ich anfangen zu bluten, einfach hier reingehen, Pflaster abziehen. Pflaster. Sei mir mal nicht böse. Aber wenn du mit dem Messer gleich irgendwie was schief läuft, da brauchen wir, glaube ich, uns nicht mehr über ein Pflaster unterhalten. Da kannst du froh sein, wenn ein Druckverband reicht. Drauf, fertig. Genau, genau. Ja, und dann die 112 rufen. Gut, bereit? Bereit. Der große Bruchtest beim SE6 in 3. Ich sag, es bricht nicht. 2, 1. Boah, Digga, ich hab Angst, ne? Scheiße. Ah! Oh! Doch! Ich denke mir auch jedes Mal, wenn das bricht, wenn das brechen sollte, knallt er mit der Faust so auf diese Kante hier drauf. Das war nichts mehr. Gut, das war jetzt in der Mitte, da hast du angesetzt, ne? Hier, da habe ich angesetzt. Zeig mal den Querschnitt hier. Durfte nichts sein, oder? Ist überhaupt nichts, ne? Ich gehe jetzt auf Spitze, ja? Ist halt wieder... Oh nein, ist es so unnötig. Gleiche wie beim BW-Dings hier. Okay, wir gehen auf Spitze. Bereit? Ja. Boah, krieg nicht hier noch Kraft. Ah! Digga! Oh.
keine Chance. Mein Gesicht die ganze Zeit war dabei so. Ja, ja, meins auch. Es ist ganz unangenehm. Boah, Alter, ich habe auch gut Kraft drauf gesetzt. Ich bin jetzt keiner, der nicht genug Kraft hat. Ich würde jetzt noch ein Stück hochgehen. Wir waren jetzt also hier. Wirklich tip of the toe, ganz oben jetzt. Wir gehen jetzt auf da. Wir machen jetzt ganz, ganz oben. Ja. Bereit? Ja. Alter, ah! Wie sich das biegt. Oh. Nee. Keine Chance. Da siehst du es. Da siehst du genau den Abdruck, wo ich halt angesetzt habe. Ja. Sie ist genau da, wo die Fett, also die Feuchtigkeit vom Holz war. Leute, ihr könnt die Hände weglegen, ihr müsst nicht mal 1 und 2 rufen, alles gut. Wir leben noch, das Messer lebt auch noch und ist echt krass. Also, heftig, ich hätte gedacht, dass das... Ich hätte auch gedacht, dass die Spitze bricht. So wenig Material da oben, weißt du, wenn so viel Kraft du drauf. Du siehst aber hier oben, dass die Spitze so ein bisschen gelitten hat, ne? Aber sie ist nicht gebrochen. Warte, was ist das Holz hier oben? Das Holz. So. Aber so hat sie so eingedrängt, das kriegst du kaum ab. Und da siehst du auch, die Spitze vorne hat einen weggekriegt. Ganz bisschen. Warte. Ja, ein bisschen minimal, aber er ist nicht gebrochen. Alter, krass. Ich hab gut Kraft reingesetzt. Also ich hab wirklich nicht, war nicht zimperlich. Also wie bei allen anderen, volle Malotze. Das ist ein geiles Messer. Was würdest du denn sagen? Bis jetzt der beste Test gewesen? Also bis jetzt, es gibt ja mehrere Faktoren. Es gibt zum einen die Optik, dann gibt es zum einen auch die Handigkeit, die Performance und von allen, das was wir bis jetzt hatten, SE6. Puh, Alter, da ganz klar geil. Gefällt mir gut. Kein Schnickschnack, kein hier Wellenschliff oder irgend so ein Schmutz, sondern einfach wirklich nur dezent, eine richtig fette Klinge. Und also beim Bruchtest habe ich gedacht, jetzt kommt's. Jetzt geht was kaputt. Aber nichts zu machen. Und du siehst auch hier, Stahl ist komplett durchgehend, ne? Ja, weil Nordi schreibt gerade, das soll wohl Kohlenstoffstahl sein. Mhm. Ah, Kohlenstoff wissen wir, ist flexibler als normal. Ist vor allem härter als Diamant, Kohlenstoff. Ah. Aber ist halt schauen wir mal aus. Auf jeden Fall krank. Ganz ehrlich, würde ich behaupten, es ist seine 179 Euro wert. Also das lässt sich auf keinen Fall bestätigen. Kann ich mir nicht vorstellen. Hat Nordi auch geschrieben, er hat bis jetzt 3 und bis jetzt noch keins geschrottet. Hochwertige Kydex-Scheide, bin ich der Meinung, auch sehr gut. Hier wackelt nichts, hier ist alles fest verarbeitet. Ja, es darf auch nicht rausfallen oder sowas. Nee, hier, du brauchst richtig Kraft, um es rauszuziehen. Das ist dann halt fest. Genau. Also, für mich eine ganz klare Empfehlung. Wenn ihr ein sehr großes, krasses Bushcraft-Messer sucht, ich habe mal den Link in die Beschreibung gehauen, beziehungsweise hier in den Stream reingehauen. Ich find's geil. Ich find's einfach geil. Es liegt auch gut in der Satten. Es hat auch so ein Feeling, so du willst halt so, bist halt in so Ah ja, genau dafür braucht man auf jeden Fall auch ein Messer, ne? Ah! Kohlenstoff ist härter als Diamant, dann rate mal, aus was Diamant besteht. Fällt mir. Aus Tomate. Hier, ich würde es mir tatsächlich selber kaufen. Also ohne Scheiß, ist jetzt einfach nur meine Meinung. Ich find's einfach geil. Es hat, ja, sorry, bin jetzt ruhig. Einfach geil. Und ihr könnt euch auch schon freuen, wir haben noch ein paar Messer da am Start, die kommen demnächst, ich kann noch mal ganz kurz zeigen. Oh, was ich kommt noch? Ich zeig's jetzt nicht, doch. Aber es kommt noch dieses Samurai-Schwertmesser kommt noch, da bin ich auch ultra gespannt. Dann haben wir noch das K-Ball, da bin ich auch noch gespannt. Ja. Dann haben wir noch ein SE4, das ist halt quasi der kleine Bruder, ob der auch so gut abschneidet, wir werden sehen. Also, wenn es wieder heißt, Messertest, also heute kommt jetzt kein Messer mehr, aber jetzt machen wir noch was anderes. Aber wenn nächstes Mal, müsst ihr wieder einschalten. Also, ich bin gespannt. Aber könnt ihr mal sehen, ne? Wie unterschiedlich die abschneiden. Geil. Das macht Spaß. So, stell mal vor, wenn alle geil wären. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlich. Was hier Dinge sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp. Freunde, schaut gerne auch auf dem Martin Live-Kanal vorbei. Und ja, ich finde, es ist eine schöne Serie. Kohlenstoff ist härter als Diamant. Wait a minute. Bestehen Diamanten nicht aus reinem Kohlenstoff, der extrem komprimiert wurde?